Grüße. Im Moment habe ich keine Aufträge. Dann ist ja gut, dann kann ich ja gehen, wenn du keine Aufträge für mich hast. Elminster hat euch also gesandt. Dann muss die Sache wichtig sein. Wenn wir die Nekromantie normalerweise nicht direkt praktizieren, machen wir uns bei einigen unserer Zauber auch jene Schule der Magie zunutze. Wo ich jetzt darüber nachdenke, einige unserer Lehrlinge haben von merkwürdigen Reaktionen im Gewebe beim Wirken dieser Zauber berichtet. Das kann kein Zufall sein. Was diese verdächtigen Gestalten betrifft, ich selbst weiche dieser Tage kaum noch von der Seite des Beschützers. Vielleicht wäre es am besten, wenn ihr selbst mit einem dieser Fremden sprecht. Natürlich. Es gibt Probleme in Neverwinter, die gelöst werden müssen. Ja, du zum Beispiel. Es war weise von Elminster, euch in dieser Sache hinzuzufügen. Ach, jetzt bist du plötzlich nett. Auch wenn der Orden des Dritten Auges derzeit noch nicht herausgefunden hat, wer oder was hinter den Störungen im Gewebe steckt, können sie nur eines bedeuten. Hier ist mächtige Magie am Werk und wir müssen die Quelle aufspüren. Es kann kein Zufall sein, dass immer mehr verdächtige Individuen auftauchen. Ich habe verstärkte Aktivitäten in Gegenden festgestellt, die dereinst von Drachen heimgesucht wurden. Was das zu bedeuten hat, vermag ich nicht zu sagen. Doch ich schlage vor, dass ihr dort mit euren Nachforschungen beginnt. Oh! Könnte das der Grund sein, weswegen sie die Drachen dort rausgenommen haben aus den Gebieten? Oder du bist da am Lesen, sorry. Ja. Habe ich auch gerade gedacht. Dass wir sie besiegt haben? Ja. Schare Trax, Mero, Thrax und Vartilingurix Leiche. Wir haben sie besiegt endgültig. Ja. Das war ein bisschen wenig Fanfaren damals, aber gut. Ein bisschen. Dann, wo müssen wir hin? Wo sind die? Die sind in Eben Downs. Wo wollen wir zuerst hin? Machen wir Eben Downs. Okay. Das hätte man vielleicht wirklich ein bisschen, dann wäre, glaube ich, auch die Sorge der Spieler nicht so groß gewesen, wenn man das einfach irgendwie anders dargestellt hätte, dass die wirklich besiegt wurden, dann hätte man das überarbeiten können, das Gebiet an der Stelle, dass einfach dort die Drachenleiche rumliegt. Bist du schon los? Ja, ich hänge im Ladebild. Ach so, okay. Gut, gut. Jetzt. Und dann wäre das ein bisschen klarer geworden. Also Midnight war nur... Ach, du hast gelesen. Ah, sorry, ja. Genau. Midnight war nur kurz Göttin, wurde dann von Cyric umgebracht. Und im Endeffekt wurde dann am Ende Mystra doch wiederhergestellt, nämlich von Elminster. Das heißt, es könnte... Wir könnten diesen ganzen Part übersprungen haben. Ja. Und Mystra könnte jetzt einfach wieder existieren. Genau. Suju. Es kann keine neue Schatzleiter dazu geben, denn hätte man mehr Nachrichten über neue Dinge gesehen. Ja, ich konnte auch gerade keine im Astralhandel sehen. Das ist ja Mauch. Jetzt habe ich so viel Schlüssel gespart. Ich auch. Was mache ich damit? Oh, genau das meinte ich. Genau das hätte ich mir von Anfang an gewünscht. Guck dir das an. Das wäre doch viel imposanter gewesen. Ja, echt mal, oder? Ich möchte den Schädel mitnehmen. Ich möchte ihn in unsere Gildenfestung hängen. Genau. Jeden Kopf. Oh, oh. Wünsche zu, ich kann leider nicht mehr spielen, aber du kannst trotzdem gerne singen. Lesen. Du darfst auch singen, wenn du magst. Ich soll das vorsingen? Okay. Vartilingurix war ein schwarzer Drache, der an extremen Akten der Grausamkeit sein Vergnügen fand. Er lebte in Abgeschiedenheit im Silver Wisp-Sumpf inmitten der Leichen von Eben Downs und verließ seinen Unterschlupf nur, um die Opfergaben der Bauern in der Umgebung anzunehmen. Berichte besagen, dass er gelegentlich auch die Bauern selbst holte und sie folterte. Oh, netter Dude. Vartilingurix Körper lag ein ganzes Jahr lang im Sumpf, bevor der Drachenkult seine Essenz extrahierte. Ist ja auch schlau, den da liegen zu lassen. Mm. Anwohner, die seine Niederlage beobachtet hatten, behaupten, dass die Elemente selbst sich weigerten, eine so schändliche Kreatur für sich zu beanspruchen. Okay. Guck dich mal um. Anwohner? Naja, die Untoten da hinten. Achso, ja. Hier.
Ja, natürlich, die haben ja auch ein Recht, ne? Na, also bitte? Hallo? Was ist das eigentlich? Was suchen wir jetzt gerade hier? Was haben wir jetzt hier gefunden? Hinweise! Nee. Hä? Weiß nicht, was ich gefunden habe. Eine Kiste! Eine Kiste gefunden. Offensichtlich. Wir müssen zusätzliche Hinweise von Kultisten beschaffen, okay. Ah, der lesen kann, ist klar im Vorteil. Müssen wir die Dann so. töten vielleicht? Die hier spawnenden Kultisten? Ja, wahrscheinlich spawnen hier gerade keine, weil alle die klatschen. Ja, können wir ein bisschen im Kreis rennen? Da hinten war doch noch so ein Zeltgebiet von denen. Und dann haben wir hier alles abgegrast hier. Ja. Ma Wie Kultist. unerwartet. Kultisten sagt mal Piep. Gut, das möchte es jetzt nicht sein. Laufen die hier gerade einfach die wirklich. Oh, hallo, wer ist denn Oh, hier. Darkenia? Kennen wir eine Darkenia? Und wie ist die in unsere Gruppe gekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe die nicht eingeladen. Ich auch nicht. Auf. Ich kann sie auch nicht aus der Gruppe kicken. Weil du der Gruppenleiter bist. Zack. Oh. Ach Warte. mein. Ich hab nichts gegen andere Leute, aber die klauen uns unsere ganzen Mobs. Echt mal. So, warte. Und irgendwie ist der Loot. Halleluja. Das ist ja alles durcheinander jetzt hier. Beutemodus. Warum Gruppenführer entscheidet. So. Strange. Sehr strange. Oh Gott, Alter. Hier ist ja. Ihr möchtest ja echt kein Kultist sein. Ne. Da kommst du auf den Platz und bist direkt mal gebasht. Es gibt doch nur die. Das kann nicht sein. Gab's doch Oh, sonst immer so so. viele. Ja. Schickes Pferd hast du übrigens. Dankeschön, Dankeschön. Das ist das, was man für langjährige Treue bei dem Besiegen von Dämonen in der Hölle bekommt. Oh, gibt es viele Hinweise? Ich bin ja schockiert. Oh, da oben liegen welche. Tito war fleißig. Spring da hoch, Kaninchen. Spring! Nutze deine Beine! So, ich hab meine. Weniger Möhrchen. Ich habe auch alle. Sehr gut. Dann haben wir offensichtlich genügend Hinweise hier und können gehen. Wo wollen wir als nächstes hin? Eisball Peak. Eisball Peak. Zieh das dicke Fell an. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt die. Wir haben doch dieses Outfit. Es gibt doch dieses Winteroutfit aus Storm King Thunder. Oh ja, oder dieser Eiswindhall-Bauer oder so. Das sieht auch cool aus. Habe ich das eben? Ich glaube, bestimmt, aber bis ich das jetzt finde, dauert es ewig. Dafür, dass ich nur einmal ganz kurz hier durchrenne. Ah! So viel ist Aussehen jetzt auch nicht wert. Das finde ich gut. Nicht so oberflächlich. Sehr Effizienz. sympathisch. Sehr sympathisch. Deswegen habe ich, weiß ich nicht, wie viele Stunden mit meinen Outfits, mit den Outfits schon verbracht. Oh, ich werde nie vergessen, wie Spock aussahst. Das war so gut. So gut. Das kann ich auch mal wieder anziehen. Ach nö, hier ist So. das Ähnliche. Aber guck mal, schon So wieder eine gut. Leiche. Guck mal, schau. Aber da ist der Kopf. Wo ist denn der Kopf? Ich sehe, Bei ach mir. da. Wo ist der Meer? Was? Wo ist der Meerzeug? Wo sind die? Hä? Warte mal, das musste doch bestimmt unter Icebreaker Peak sein. Es funktioniert super, ne? Ja. Er springt Hauptsache erstmal in den Abgrund. Mirthrax. Mirthrax, der Gierige, war ein riesiger weißer Drache, der seinen Hort auf dem Icebreaker Peak angelegt hatte. Einer Legende nach konnte der Drache überall dort angetroffen werden, wo es Reichtümer zu holen gab. Der Drachenkult machte sich seine Gier zunutze und bot ihm Mithril für seine Unterstützung im Kampf gegen die Eishammer-Zwerge an. Finde ich gut, finde ich unterstützenswert. Mirthrax wurde von Abenteurern aus Neverwinter besiegt, die von Hazar Stormhammer angeheuert wurden. Die Zeit hat seither seine Knochen freigelegt und seine Essenz wurde von denselben Kultisten extrahiert, die ihn vorher für seine Dienste bezahlt hatten. Kann man machen. Gut bezahlt auf jeden Fall. Das heißt, auf jeden Fall eine gut bezahlte Arbeitskraft, die
über den Tod hinaus noch für sie arbeitet, sozusagen. Wo muss man hier? Was müssen wir? Achso, ich hab hier. Irgendwo müssen wir doch hier wieder eine Kiste sammeln, hier. Hast du die schon gesammelt? Die Diamantenkiste? Nee. Weil, hier, da wo es hüpft. Weil jetzt muss man noch wieder 14 Kultisten... 14, ja. Ich guck mal schnell, ob es hier noch woanders irgendwo welche gibt. Ich bleib mal hier stehen. Ja. Und baller da erstmal eine Rauchbombe rein, wenn die spawnen. Zünd den Knaller. Es ist Silvester. Also hier spawnen scheinbar auf jeden Fall noch andere. Hast du auch 2 von 14? Ja, ich habe 4 von 14. Verdammt, dann sammelt jeder für sich, oder was? Ja, ach, natürlich. Oh, und es droppt aber für jeden. Also das heißt... Ich muss da hinten nachher hin. Genau, du kannst jetzt einfach... Ich guck mal woanders. Ich bleib mal hier hinten stehen. Gucken, was hier noch so spawnt an Gesocks. Falls ernsthaft? Hat da jetzt schon jemand den Falken, ey? Naja, du kannst ihn ja kaufen für 1000 Sen. Ja, aber dann brauche ich den Scheiß hier auch nicht mehr machen. Ja. Naja, du musst sie vermutlich machen, damit du das nächste freischaltest. Ja gut, einmal, ne? Ist ja auch übertrieben. Also ich habe meine. Okay, ja, ich nehme auch eine Gruppe hier mit, dann gucke ich mal da oben bei dir. Es gibt aber nur ein Camp beim Eingang, scheinbar. Andere finde ich hier gerade nicht. So, 10 von 14, dann müssten ja noch welche da bei dir liegen, ne? Ja, müssten noch welche liegen. Wo bist du denn? Ach, da. Willst du mich verarschen? 13 von 14. Ernsthaft? Ernsthaft. Spiel mob dich. Mhm. Vor allem, weil die Gegner so schnell sterben hier, ne? So, fertig. Sehr gut. Dann auf nach Neverdeath. Shatraxis ist Neverdeath, ne? Ja. Unsere Lieblingstreppe hoch. Es fehlt ja eigentlich nur Wrathy Valley und Wrathy Valley ist ja komplett weg. Ja. Weg frei, Bösewichte. Wo gehst du hin? Ich stehe noch. Achso, ich hab nicht damit gerechnet, dass du so schnell lädst. Wenn sich mehr Leute einäschern. Ich bin auch ganz überrascht. Ich war dann gewohnt, dass du ganz, ganz lange brauchst und. Naja. Ja. Trotz M2 und keine Ahnung. Tja. Das Spiel halt. Das Internet. Hüpf. Wir standen ja noch vor kurzem hier und haben gesagt, wegen, ja, die Tore sind noch nicht verändert. Jetzt ist das Tor aber offen. Das ist halt komisch, weil sie haben nichts hier verändert. Das Einzige, was sie gemacht haben, sind die Mobspawns wegzunehmen und hier eine Leiche hinzulegen. Das hätten sie auch schon vorher machen können. Dann wäre es nicht so überraschend. Ja, das mag sein, aber wäre nicht so die Frage gewesen, was mit den Drachen passiert. Natürlich hat es wieder nicht funktioniert. Wo ist es denn? Wo ist denn der Never der Friedhof? Da. Shotraxis war ein grüner Drache, der seinen giftigen Atem und sein ungezügeltes Temperament gefürchtet wurde. All jene, die durch die Schwertküste reisten, graute es vor einer Begegnung mit diesem Drachen, denn der Ausgang eines solchen Aufeinandertreffens war unvorhersehbar. Sein Name wird heute nur noch von reisenden Händlern ausgesprochen und dient als Beleidigung für allzu lästige Kunden. Was? Der Körper des Drachen verschwand, als der Drachenkult sich vom Neverdeath-Friedhof zurückzog und es gibt mehrere Theorien zu seinem Verbleib. Die garstigsten darunter, dass die Kultisten seine Essenz extrahiert haben. Aha. Aber ich sehe jetzt hier Überreste. Was macht man jetzt? Da hat irgendwas nicht hingehauen. Tja. Das ist jetzt für mich auch mal eine Beleidigung für andere Leute. Du Garthraxis. Voll umständlich auszusprechen. Was ist denn das? Jetzt ist schon wieder einer in der Gruppe. Wie kann ich denn das ausstellen? Wie geht das? Was machst du denn da? Tito, nimmst du einfach random Leute an?
Nein, die laden sich selber irgendwie und ohne, dass ich gefragt werde. Krass, dass das geht. Cryptic. What did you do? Also hier laufen jetzt noch mehr rum. Wir haben offensichtlich mit dem wenigsten Spawngebiet angefangen und arbeiten uns jetzt durch die Spawngebiete hoch. So, ich habe jetzt mal eingestellt, suche keine Gruppe. Oh ja, bitte. Vielleicht kann man dann... Das ist doch auch neu, oder? Vielleicht ist jetzt das allererste Mal, dass das überhaupt irgendwer sucht. Ja, man kann irgendwie jemanden anklicken und... Nach Beitritt fragen. Nach Beitritt, aber dann kriege ich ja wenigstens ein Fenster und komme nicht einfach rein. Also ich habe ja auf dem Weg jetzt ganz viele getötet. Ja, ich sammle schon ein. Während du dich da mit ungebetenen Gästen rumprügelst. Echt mal. Oh, ganz viel Gold liegt hier auf dem Boden. Ich werde ein Portal in der Nähe öffnen, um euch Zeit 10 von 14. Zu danke, Elminster. Was? Elminster redet mit mir. Why? Weil ich gut bin? Wie Minstag, Hintern treten für das Gute. Jetzt redet er auch mit mir. Halt! Halt! Come back to me. Da ist das Portal. Wo ist das Portal? Ich stehe drin. Ah, jetzt! Klick mich an! Klick mich an! Ja, Baby. Klick mich. Klick mich! Klick mich an! 0190. Oh, ich hatte mal so ein Klickerspiel gespielt, Sakura-Klicker, das war auch in die Richtung. Mhm. Als Let's Play, das war auch ein bisschen... Oh, warte, Elminster steht da unten. Das war besonders. Besonders gut oder besonders schlecht? Es war ein Klickerspiel. Jetzt kann man... Mhm. Es hat das gemacht, was ein Klickerspiel versprochen hat, mit halbnackten Girls. Girls. Da sind noch mehr Leute aufgetaucht, während wir weg waren. Ah. Ah, Held von Neverwinter, was sagt ihr da? Ihr habt einen großen Haufen an Diamanten gefunden. Während Diamanten als Währung verwendet werden und oftmals in Horten zu finden sind, sind sie gleichzeitig auch potente Zauberreagenzien. Sie in einer so großen Menge zu finden, könnte darauf hindeuten, dass jemand einen Wiederbelebungszauber vorbereitet. Und zwar für eine ganz besondere Wiederbelebung. Hier muss etwas sehr Großes und Mächtiges im Spiel sein. Ihr habt sie in der Nähe von erschlagenen Drachen gefunden? Das ist besorgniserregend. Hatten wir da gerade riesige Rohastral-Diamanten rumliegen und wir haben sie nicht mitgenommen? Ich glaube, das sind eher so wie Phylakterien, ne? Wir haben da Phylakterien gehabt und haben sie nicht mitgenommen. Ich möchte ein Phylakterion. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.